Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute ein bisschen weiter mit der Bauerei. Ich war noch etwas Kupfer sammeln, aber sonst ist nicht so viel passiert. Wir müssen das bloß mal ganz schnell noch holen gehen. Ich habe das noch in der Kiste an unserem Händlerportal. Ach komm, wir snacken uns mal eine Blaubeere mit rein. Und wieder schlechtes Wetter. Es ist irgendwie, weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob das am Anfang schon so war, aber aktuell kommt es mir so vor, als wäre das Wetter einfach schlechter geworden. So, 13 Stück haben wir. Können wir gleich mal noch in den Schmelzofen basteln. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, so wirklich viel Stein habe ich nicht mehr gesammelt. Ein bisschen was haben wir noch im Inventar. Ich glaube, ich habe keine weiteren gebaut. Also keine Steinklötze gebaut. Naja. So, wir packen das jetzt erstmal hier rein. Da 10 Stück, hier 3. Aber ein bisschen doof verteilt. Ich war irgendwie auf 17 aus, Entschuldigung. Habe ich hier noch Kohle drin? Nö. Lasst uns mal schnell noch ein bisschen Kohle mit reinpacken. Wir können ja gleich mal noch die Trophäe loswerden und Knochen war doch hier auch noch irgendwo. Hier unten habe ich es jetzt. Ist ein bisschen doof, dass ich die Sortierung so durcheinander gebracht habe, aber anders ging es leider nicht. Durch unseren Umbau. Packen wir hier vorne ein bisschen mehr rein, dann sollte das auch irgendwie hinhauen. So, perfekt. Wir haben jetzt noch ganze 29 Steine. Da würde ich ganz gerne hier noch ein kleines bisschen weiterbauen. Wir müssen mal gucken. Ach doch, hier ist noch ein Steinhaufen. Ja, da müssen wir mal schauen. Die Sache ist, irgendwie geht das hier schon wieder auch nicht mehr auf. Wenn wir jetzt hier weiterbauen, kommen wir am Ende... Na gut, wir kommen dort raus. Es wird auf jeden Fall wieder anders als die Ecke dort. Habe ich alles nicht so ganz bedacht beim Bauen, muss ich ehrlich zugeben. Aber naja. Wir machen da schon irgendwie das Schönste draußen. Allergrößten Notfalls müssen wir später mal die Base entweder noch ein bisschen erweitern, dass das wieder hinhaut oder irgendwie so. Dann brauchen wir hier oben noch das Ding. Jetzt packen wir den erstmal mit hier ran. Kein Steinmetz mehr, geil. Komm schon, jetzt. Und hier. Ne, wir müssen den mal ein kleines Stück rüber bauen, sonst kriegen wir das hier nicht hin. Was fehlt denn? Eine Werkbank fehlt. So, dann einmal das Ding noch dran. Und einmal das Ding noch ran. Dann sieht das doch schon mal gut aus. Dann können wir uns gleich den Steinhaufen vorne noch holen. Wir müssen ja eh ein bisschen Zeit vertreiben, bis das Kupfer geschmolzen ist. Na komm, ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Das oben drauf. Die wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, der letzte mal wieder. 5. Und oben drauf. So. Müssen mal schauen, für wie lange das jetzt noch reicht. Ich glaube, da wird auch bald Schluss sein mit Stein. Wie viele haben wir noch? 17 Stück. Naja, aber da haben wir es fast geschafft. Eins kriegen wir noch hin. Und einmal noch oben drauf. So, dann haben wir das doch fast hinbekommen. Also wir kommen hier vorne raus. Gut, doch, wir kommen eigentlich genau. Ach so, nee, genau. Weil hier ist bloß so ein Halbbogen. Wir kommen am Ende aber hier raus. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir dann einfach das so lassen. Oder ob ich die Ecken doch nochmal größer baue. Müssen wir mal schauen. Wie das am Ende am schönsten aussieht. Wir schauen mal eben kurz, was unser Kupfer macht. Dann können wir noch weitere Fackeln bauen. Wenn wir das dann
mal fertig haben, diese oder... Naja, ich denke mal, diese Folge sollten wir das schon noch hinkriegen. Dann machen wir uns auf jeden Fall demnächst mal auf zum Knochenwanst. Habe ich noch Holz in der Kiste? Ja, ein bisschen was war noch drin. Und Harz brauchen wir noch. Krass, wie der Regen hier klingt, wenn man im Raum ist. Draußen hört sich halt ganz normal nach Regen an und hier drin ist wirklich, wie es halt so aufs Dach plätschert. Ich weiß nicht, ob das früher schon so war. Oder ob es da was Update-Technisches gab. So, wo haben wir denn Harz? Es wird noch ein paar Folgen dauern, bis ich das alles mal wieder im Kopf habe. Also können wir ganze 5 Stück weiter basteln. Sind die hier noch am Schmelzen? Ja, ne? Der hintere nicht, aber ich glaube, der müsste auch fertig sein. So, die Seite hatten wir fertig. Die Seite hatten wir fertig. Hier hinten fehlen noch 2. Und dann die restlichen noch. Und dann müssen wir oben noch die Rundhölzer draufbauen. Brauchen wir aber die Schmiede wieder. Die hatte ich natürlich, so schlau wie ich bin, wieder hier vorne reingebaut. Weil ich meine Spitzhacke reparieren musste und das geht natürlich nur, wenn die ein Dach hat. So, Schmiede. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Das müsste doch hinhauen. Dann gib mir hier, kommen noch die 2 Stück hier ran. Bam. Und bam. Perfekt. Dann sind wir damit fertig. Dann müssen wir die Schmiede wieder mitnehmen. Kriegen wir sie jetzt komplett getragen? Ne, immer noch nicht. 5 Kilo. Daran scheitert es gerade. Hier eins. Und jetzt fehlt uns wieder Kupfer. Aber am Ende sind es noch so 1, 2, 3, 4, ja, 5 oder 6 Stück ungefähr. Dann haben wir es fertig. Und ich finde einfach, dass es mega geil aussieht. Gucken mal, ob hier noch ein bisschen Kupfer auf uns wartet. 2 Stück, dann können wir noch eine bauen. Holz haben wir auch noch, das passt. Ja, wirklich abartig, was hier aktuell abgeht mit dem Wetter. Na, komm Schmiede. So, dann haben wir das. Müssen wir mal schauen. Mehr Steine haben wir gerade leider nicht mehr zur Verfügung. Also würde ich sagen, wir gehen mal noch eine Runde Steine sammeln. Jetzt müssen wir wieder die Schmiede umbauen, weil wir die Hacke reparieren müssen. Dann einmal das. Dann lasst uns mal schnell noch das Harz wegpacken und so allen anderen Scheiß, also Holz und sowas noch. Dass wir ein bisschen Platz haben im Inventar. Die 3 Steine können wir auch noch hier unten verbauen. Und hier kommt noch ein bisschen Holz rein. Schlafen können wir halt nicht, weil ich war gerade erst schlafen zum Anfang der Folge. Hätte halt gehofft, dass wir das Wetter etwas überschlafen können. Aber kriegen wir leider nicht hin. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Stein sammeln. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo ein bisschen Kupfer. Hier müsste, glaube ich, noch Kupfer sein. Ich hatte es mir auf der Karte markiert. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, gleich hier geradezu. Hier war ich überall ein bisschen sammeln. Ja, hier liegt sogar noch was. War anscheinend nur Holz und hier oben noch Stein. Genau, das konnte ich nicht mehr mitnehmen. Und hier haben wir auch noch Kupfer. Wir bauen das noch ab, dass wir das noch fertig kriegen können. Entweder diese Folge oder allergrößten Notfalls in den ersten Minuten der nächsten Folge noch. Wird zumindest jetzt schon mal die Rohstoffe sammeln. Ja, und da machen wir uns langsam mal auf den Weg zum Knochenwanst. Ich habe gar keine Lust, ehrlich nicht. Aber das sollte schon irgendwie klappen. Ich gucke heute nochmal im Laufe des Tages, ob ich noch ein paar Tränke oder so herstellen muss. Ja, mache ich das natürlich noch, dass wir dann morgen wirklich losstarten können. Bin mal gespannt, ob der jetzt immer noch da ist nach so vielen Tagen und Nächten.
Oder ob wir den doch nochmal beschwören müssen. Ah, hier, jetzt kommt es unter der Erde zum Vorschein. Ich hatte das ja schon mal in... Ach, geh doch weg. Einer der letzten Folgen mal erwähnt, dass mir jemand einen netten Kommentar dagelassen hat, dass wir da noch ein bisschen tiefer in die Erde buddeln sollen. Schatten von dem Baum hat mich gerade so derbig erschrocken. Und jetzt kam es gerade ein Stück zum Vorschein. Wir können mal gucken, aber ja, tatsächlich. Ach, hätte ich das mal eher gewusst. Eigentlich irgendwie auch logisch, aber nicht dran gedacht. Sind schon wieder voll, ne? Will nur ungern das Kupfer liegen lassen. Gib mir erstmal das. Dann packen wir das schnell vorne in die Truhe und bauen noch ein bisschen mehr ab. Ja, und dann haben wir es. Irgendwann muss ich dann mal noch bei dem Graben außenrum die ganzen Steine ziehen. Aber ansonsten haben wir es dann tatsächlich geschafft. Ich habe ein Haus gesehen, ein Bild sozusagen von einem Haus in Valheim. Und das sah sowas von episch geil aus. Ich bin echt am Überlegen, ob wir das so in der Richtung nachbauen. Ich hatte mir das irgendwann mal auf meinem Handy gescreenshottet. War bloß so ein Thumbnail von einem YouTube-Video und ich fand das irgendwie anscheinend schick. Und finde es immer noch schick. Und hab mir das gescreenshottet und ich bin gestern einfach so mal meine Bilder durchgegangen und hab's gesehen und dachte mir so, wow, stimmt. Würde halt auch ganz gut passen, weil das halt sehr, sehr lang gebaut ist, also, oder breit eher gesagt, wenn man davor steht. Das würde natürlich echt gut auf unser Grundstück passen, weil wir ja von der Breite her extrem viel Platz haben. Ja, mal schauen. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt 1:1 so nachbauen, so ein bisschen Einfluss von mir selber soll natürlich auch noch mit rein, aber mal schauen. Ich gucke mir das Video heute nochmal an, wie das gebaut wurde und vielleicht fallen mir ja noch ein paar Sachen ein, die ich anders machen würde. Und dann können wir da mal was richtig Schönes hinzimmern. Wir brauchen nämlich viel Platz. Also, brauchen eigentlich nicht, aber es soll halt echt mal schick werden. Muss mal gucken, wie das von innen gebaut war. Ich hatte jetzt nur, wie gesagt, den Screenshot vom Thumbnail gesehen. Eigentlich hätte ich ganz gerne auch was mit einer hohen Decke, dass man so einen richtigen Saal reinmachen könnte. Aber es ist natürlich auch umsetzungstechnisch immer alles nicht ganz so einfach durch die Statik hier im Spiel. Wir haben auch schon wieder 11. Also Kupfer geht echt flink. Wir könnten wahrscheinlich jetzt hier noch weiter buddeln. Kommt hier noch Kupfer? Hier kommt auch wieder Kupfer. Ach Mann, hätte ich das mal eher gewusst. So, wie sieht's denn aus? 294, wir sind schon wieder so gut wie voll. Aber ich denke, es müsste auch so langsam reichen. Viel Stein haben wir nicht mehr gebraucht und 5, 6 Lampen habe ich gesagt, also 10, 12 Kupfer haben wir mittlerweile auch zusammen. Nehmen wir uns mal noch fix das hier und machen uns wieder heim. Jetzt kommen wir nämlich endlich auch auf der richtigen Seite raus, wenn wir durchs Portal gehen. Sonst war es ja immer so, dass wir dann hier drin standen. Immer noch zu viel. Oh Mann. Dann machen wir mal diesen. Es ist übrigens auch immer noch so, dass hier hinten in den Steinen immer wieder Äste drin sind. Also ist an sich nicht schlecht. Das sind kostenlose Äste, kostenloses Holz. Aber wieso, weshalb, warum das passiert, weiß ich nicht. Das hier schon immer tiefer als da drüben. In der Seite hat es doch eigentlich ganz gut gepasst. Zunächst auch ein bisschen tiefer. Naja. Will mich jetzt auch nicht an Kleinigkeiten festhalten. Insgesamt gefällt mir das Beet schon echt gut. Es hat eine perfekte Größe. Mit diesen halbhohen Steinen hier drumherum. Wir können halt drüber laufen, müssen nicht springen. Stellt trotzdem noch eine ganz schöne Abgrenzung dar.
gefällt mir wirklich ganz gut. So, schon wieder out of Kohle. Wo ist die Kohle? Hier unten ist die Kohle. Ach, und wieder zu viel. Dann pack mal das raus. Immer noch. Wir brauchen unbedingt diesen Gürtel, aber ich weiß auch nicht, wie wir den Händler noch suchen sollen. Wir haben hier so eine Riesenrunde gedreht. Also ja, Riesenrunde in Anführungszeichen. Natürlich, die Map ist um einiges größer, aber es war halt trotzdem, wir waren so lange unterwegs, haben mit so vielen Toten zu kämpfen gehabt oder mussten so viele Tode hinnehmen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte aber auch irgendwie nicht auf der Karte nachgucken, wo er ist, weil ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen der Ehrgeiz, den auch selber zu finden. Nicht direkt nachzugucken. Andererseits möchte ich den halt irgendwie gerne auch sehr schnell finden, weil wir diesen Gürtel unbedingt brauchen können. Ja, mal schauen. So, dann 1, 2, 3, na, 4, 5, ach komm schon. Was fehlt denn jetzt? Achso, der hat den Stein nicht aufgenommen. Ich hoffe mal, es reicht. Wir brauchen den Steinhaufen vorne noch, dann haben wir noch mal 50 Stück. Müsste eigentlich reichen für das kleine Stück, oder? Kriegen wir schon hin. Aber dann können wir damit endlich abschließen. Haben die Base soweit fertig, wie gesagt, nur außerhalb noch mal den Graben etwas begradigen und die Steinmauer noch bauen, aber das mache ich außerhalb des Let's Plays. Das ist zu viel langweilige Arbeit. Jetzt hat er das Stein nicht aufgenommen. Ich fasse es nicht. Moment, dann packen wir erstmal ganz kurz ein bisschen Kupfer hier rein. Essen uns mal noch was rein. Und lasst uns das Kupfer mal ganz schnell hier reinpacken. Dann haben wir etwas weniger Gewicht. Kriegen das Stein noch. Können jetzt hier hinten das noch fertig bauen und dann hoffentlich noch schnell die restlichen... Die restlichen Fackeln. Naja, 2 Minuten haben wir noch. Wird ein bisschen knapp. Aber ich freue mich auch, wenn wir dann damit mal abschließen können. Es waren jetzt so viele offene Baustellen die ganzen Folgen lang und ich habe es auch nicht geschafft, das alles so schnell fertig zu kriegen, wie ich mir das gewünscht hätte. Es war doch mehr Arbeit als gedacht. 3, 4, 5. Zack. Und so können wir dann endlich mal einen Haken dran setzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das geht jetzt nämlich auch schon wieder nicht mehr auf. Brauchen den Steinmetz noch. Ach ja, ist doch gut. So, Steinmetz einmal hier hin. Dann brauchen wir wieder Säulen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann würde das jetzt einmal so funktionieren. Da war der World Safe. Einmal hier. Einmal hier. Und dann müssen wir jetzt hier noch dran basteln. Ja, gut. Mich stört eher der halbe Bogen hier, dass das nicht aufgeht. Aber die Sache ist, da müssten wir die Base in die Richtung verlängern und auch die ganzen Steinsäulen nochmal umbauen und den Graben und ach nein, auf gar keinen Fall. Dann gucke ich wirklich eher, dass wir hier so eine größere Plattform machen, wie ich es schon mal gesagt habe. Dann vielleicht von der Ecke hinten bis hier hingeht und hier rüber, dass man es nicht so dolle sieht. Aber anders kann ich es mir gerade nicht unbedingt vorstellen. Na gut, wir schaffen es mit den Fackeln leider nicht mehr ganz. Wir müssen an der Stelle jetzt erstmal Schluss machen. Dann fangen wir in der nächsten Folge noch kurz damit an, die Fackeln zu Ende zu bringen.
Und dann machen wir uns auf zum Knochenwanst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.